Jojo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal hier ein GW Logistik des Technischen Hilfswerkes auf dem normalen GW Logistik, den es auch auf der von Fire Technology kommt, den es aber auf Motos da gibt, genau. Und ja, der wurde dann von einem User umgeskinnt und mir geschickt zum Testen und das mache ich dann auch mal gerne. Drücken wir jetzt einfach mal Position 1 für das blaue Licht. Dann fahren wir jetzt erstmal hier aus der Halle raus. Die Ausgangsposition zurück, den war auch genug. So, gehen wir ein bisschen Gas. Ja, auf jeden Fall sieht das ziemlich schön aus, das Fahrzeug. THW hatte ich ja jetzt auch noch nicht so oft hier auf meinem Kanal. So, jetzt fahren wir mal hier rechts rum. Sind wir ja noch nie hergefahren. So, da kommt noch Gegenverkehr. So, dann gehen wir jetzt Gas. Und fahren dann weiter. So, Martin Zahnertau auf H. Ja, das ist das normale Martin Zahnertau, das kennen wir ja. Ich habe hier eigentlich Vorfahrt. Okay. Vorfahrt ist wohl in diesem Spiel nicht so. So, blinken wir einmal. Huch, jetzt haben wir uns verdrückt. Shit. Moment. Ah. Jetzt sind wir wieder da. Hätte ich auf den falschen Knopf gedrückt. So, dann fahren wir jetzt eben weiter. Auf jeden Fall, ja, ein schickes Teil. Halten wir mal hier gleich an. Ja, da hinten fahren wir mal eben von der Straße runter. Dann gucken wir besser. Ja, Heckabsicherung hat er natürlich auch. So. Ein bisschen kompliziert das ganze Gefahre hier. Was ich hier nämlich genau mache, das werde ich euch in einem weiteren Video dann erklären, warum meine Fahrweise noch etwas unsicher ist. Aber komm, wir parken einfach hier. So, machen wir mal das alles an. So, hier haben wir auf jeden Fall den Mod. Und zum Thema Mod-Vorstellung und allgemein Feuerwehrvideos in LS wird es jetzt bald eine Neuerung geben. Hier vorne ist technisches Hilfswerk spiegelverkehrt. Das könnte man noch beheben. Aber sonst ist der Mod ganz gut. Ja, auf jeden Fall gibt es ein paar Neuerungen. Das bedeutet, dass die Mod-Vorstellung inklusive der Feuerwehreinsätze nochmal eine deutliche Stufe realistischer werden. Was ich darunter verstehe, das werde ich dann bald zeigen. Und es wird auf jeden Fall mega geil. Und sowas, ja, wie soll ich sagen, sieht einfach mega. Wenn ihr da nicht vom Hocker fallt, dann weiß ich auch nicht weiter. Von daher, gebt mal einen Daumen nach oben dafür und schreibt was Nettes in die Kommentare. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.